Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier das neue HP Envy 13. Das ist HPs aktuellstes 13 Zoll Notebook. Das ist ein ganz normaler Laptop und steht gewissermaßen unter der HP Spectre X360 Reihe. Dafür haben wir hier kein Touchscreen. Wir haben ein Full HD bis 4K Display hier in der 13 Zoll Variante und Prozessoren bis zum Intel Core i7. Das ist die aktuellste Kaby Lake Generation hier drin. Und dann gibt es auch hardwaremäßig Grafikkarte, optional natürlich. Und das ist die Nvidia GeForce GTX 150 MX. Die ist ein bisschen leistungsfähiger als die 940 MX, die wir beispielsweise im Surface Book haben. Preislich ist das etwas günstiger angesiedelt als beim HP Spectre X360, eben wegen diesem fehlenden Touchscreen, wegen dem Scharnier, das hier nicht 360 Grad ist, also nicht nach hinten umklappbar ist, auch keine Stiftunterstützung natürlich. Also insgesamt ein ganz normaler Laptop für alle, die eben auf der Suche sind nach einem schlichten Notebook, das aber ein sehr schönes Design bietet. Wenn wir uns das Gerät hier ein bisschen näher anschauen, haben wir hier ein sehr, sehr hochwertiges Metallgehäuse, das ist Aluminium, und auf der Rückseite haben wir hier eine Magnesiumlegierung. Also insgesamt wirkt das Gerät wie aus einem Guss, wirklich sehr schön verarbeitet. Und ich zeige das mal her, wenn man das hier aufklappt, das war auch schon bei der vorherigen Generation so, dann haben wir hier das Display, das Scharnier quasi hebt hier die Tastatureinheit auf, ein bisschen das. Dann haben wir hier eine etwas bessere Luftzirkulation auf dem Boden hier. Das heißt, das Gerät liegt nicht flach am Tisch, wie es bei anderen Notebooks der Fall ist, sodass diese dann ein bisschen wärmer werden, sondern hier kann unten dann die Luft aus dem Notebook entweichen. Und wir haben hier wie beim Spectre X360 eine silberne Tastatur. Wie immer bei HP Keyboards, wie man das hier kennt, sind das auch sehr hochwertige Tastaturen und auch wirklich gut zum Tippen. Ein etwas kleineres Touchpad als beim alten und auch beim aktuellen Spectre X360. Aber insgesamt hat sich auch der Formfaktor vom Gerät hier wesentlich verkleinert, jetzt im Vergleich zur vorherigen Generation des HP Envy 13. Wir haben hier ganz, ganz schlanke Ränder. Hier ist um das Display ein Plastik, also ein Polycarbonat. Aber ich finde, das wirkt auch sehr gut verarbeitet. Hier sind die Spaltmaße auch sehr gering. Das Display biegt sich nicht sehr. Das liegt auch daran, dass wir hier eine spiegelnde Oberfläche haben. Aber das ist, glaube ich, auch kein Glas. Insgesamt muss man sagen, für den Preis ist es ein sehr interessantes Gerät und auch sehr schön verarbeitet, vor allem für jene, die eben beispielsweise keinen Touchscreen brauchen, die sich einfach nicht daran gewöhnt haben, die hier einfach lieber ein ganz normales, traditionelles Notebook haben. Und weil wir hier einfach bei preislich 999 Euro sind, mit wirklich tollen Features, tollen Lautsprechern, wir haben hier sogar 4 Lautsprecher im Gerät drin, das heißt, wir dürften auch sehr guten Sound haben, sind wir hier auch irgendwo als Alternative, als günstigere Alternative zum Surface-Laptop vielleicht, wer den Touchscreen nicht braucht, und auf jeden Fall eine der besten Alternativen hier zum MacBook Air von Apple, das ja einerseits nicht mal ein HD, also doch ein HD-Display hat, aber kein Full-HD-Display, und das ist, das gehört einfach zu 2017 ein bisschen dazu. Genauso wie auch die Anschlussmöglichkeiten, die wir uns gleich mal ansehen werden, die es beim Apple MacBook Air beispielsweise nicht gibt. Also wir haben hier typisch USB 3.0, 3,5 mm Klinkenstecker, dann auch noch ein USB Typ C Port mit Unterstützung für DisplayPort und einen Micro-SD-Kartenslot. Bisschen platzsparender, aber wenigstens ist er dabei, muss ich sagen. Das freut mich persönlich sehr. Dann haben wir hier ein zweites USB Typ C, einen zweiten USB-Typ-C-Anschluss und einen weiteren USB 3.0 sowie den Ladestecker. Das ist ein proprietärer Port von HP, kennt man wahrscheinlich auch von den anderen Notebooks, und dieser soll das Notebook in 90 Minuten auf 90% laden. Das heißt, wenn man es mal schnell in der Mittagspause anhängt, hat man auch ein bisschen mehr Akku, um es dann auch ein paar Stunden lang verwenden zu können. Und insgesamt soll es hier laut HP eine Akkulaufzeit von 14 Stunden geben, was für ein Notebook im Formfaktor von 13 Zoll, 1,2 Kilo und darunter, auch ein sehr, sehr guter Wert ist. Insgesamt muss ich sagen, das Notebook gefällt mir sehr, vor allem wenn man hier diese wirklich schöne Rückseite ansieht. Das ist hier ein geschliffenes Aluminium, glänzt ein bisschen und sieht einfach wirklich cool aus und passt auch oben zu dem HP-Logo. Hier hinten haben wir den Envy-Schriftzug. Also insgesamt ein sehr stimmiges, ein sehr schönes Design und ein wunderbar hochwertiges Gerät.
So, jetzt nur noch, um die beiden Modelle herzuzeigen. Es gibt es einerseits in Silber und andererseits hier in Gold. Das ist allerdings hier nur ein Mockup, also kein echtes Gerät, falls es klappern sollte oder irgendwas. So sehen die beiden Farben aus, kann man sich hier ansehen. Ich muss sagen, mir gefällt auch die goldene Variante sehr gut. Persönlich würde ich eher das silberne Notebook bevorzugen, einfach auch, weil mein HP Spectre X360 jetzt eher in dem Design ist. Aber man muss schon sagen, dieses Gold, das hat schon was, es ist ziemlich dezent und sieht auch wirklich cool aus. Also es ist kein sehr aufdringliches Gold, es ist eher in diesem Champagner-Look. Und wer beispielsweise schon ein Smartphone hat in dem Design, hier Gold und dann hier Schwarz. Wobei ich sagen muss, da fällt mir ein kleiner Unterschied auf, dass wir hier ein verglastes Display haben. Ich vermute einfach, dass es hier die 4K-Variante nachgebaut auf die Art. Und es ist ein schönes Gold, das einfach auch zum Beispiel zu einem goldenen Smartphone sehr gut dazu passt. So, das erwähnte Klappern. So, das war es auch schon von mir und vom neuen HP Envy 13. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.